Jo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zu einem weiteren bisschen Minecraft dann. Wir werden dann wohl ein bisschen weiter in der Stadt arbeiten. Und zwar auf unserer Welt. Und Zwerchen. Jo. Machen wir erstmal das. Genau, stimmt, ich hatte hier ja aufgehört und ganz viele Bäume stehen gelassen. Apparently. Ejo. Da war ein großer Baum, um den ich mich nicht kümmern wollte. Gut, machen wir jetzt mal eben. Ich bin gerannt mit ganz viel Energie auf den Server gekommen, dann mache ich diesen Baum mal weg. So, zack. Boop. So. Viel von dem Baum dürfte ja nicht übrig bleiben. Sagte er und sprach in Lügen. In Lügen sprach er. Schau euch an, wie viel von dem Baum noch übrig ist. Ich hoffe, da hinten, da drin ist nichts mehr, dass das halt runter die Kane kann, ohne Probleme. Boop. Beep. Bop. Boop. Boop. Und die beiden kann ich noch entfernen. Despawnt das jetzt alles schön. Und friedlich. Also das despawnt, das ist schon mal gut. Ich nehme trotzdem schon mal das Holz entgegen. Nicht, dass da irgendwie doch noch was von mir übersehen wurde. So, und das Bäumchen entfernt. Und ich habe mehr als genug Setzlinge, glaube ich. Ja. Bräuchte halt, oder ich habe die Birkensetzlinge so ein bisschen vernachlässigt, was ein bisschen doof war von mir. Glaube ich zumindest, dass ich das getan habe. 1, 2, 3, zack. okay, fragen wir mal. Bekommst du es hin, noch mehr und andersfarbige Hasen zu bekommen? Genau, also ja, dass ich die... Ja, egal. Ist da gerade noch ein Stück Holz gewesen, oder war das ein Apfel oder irgendwas, was ich, keine Ahnung, war, Dingsbums. Genau. Wir hatten da hinten die Plattform fertig gemacht. Ich glaube, da hatte ich die Schlucht jetzt auch schon zu. Sollte eigentlich die doofen Kisten mal hier reinholen. Oder ich mache hier einfach neue Kisten. Muss ich mich darum nicht kümmern. Machen wir mal so. Zack, machen wir eine Doppelkiste und da packe ich dann halt das alles rein. Wobei die 26 Sticks kann ich gebrauchen. Die kann ich da reinpacken und das Holz lasse ich erstmal hier im Inventar, Fragezeichen. So, die Mauer an sich ist ja auch schon soweit. Na, und dann gucken wir jetzt mal, wie es da hinten ausschaut. Also ich gucke jetzt auch nochmal wegen der Schlucht, weil ich glaube, die hatte ich zugemacht. Ja, ich habe die Schlucht. Ich habe die Schlucht gemacht. Ich habe das Gegenteil gemacht. Wobei ich müsste das da auch nochmal angleichen. Also ich hole mir nochmal Erde und dann gleichen wir das da hinten an. Und dann wird das hübsch. So, und dann ziehe ich die Mauer ein bisschen weiter. Ich dürfte ja ein bisschen was an Cleanstone. Wobei ich hole mir, glaube ich. Hole ich mir jetzt einfach noch mehr Cleanstone. Aus der alten Welt. Ja, ich glaube, ich mache das. So. Zack, zack, zack. Ich kann eigentlich auch das Werkzeug hier reintun erstmal. So, bap, bap. Auch das Wasser kann da rein. Dann gehen wir mal in die alte Welt und holen uns ein bisschen was an Clean Stone. Weil ich könnte auch Cobblestone mitnehmen und das dann hier brennen, aber ich habe so eine Unmenge an Clean Stone, dass das, glaube ich, voll okay wäre. Ich habe da hinten noch immer den Hopper-Aufbau. Da habe ich noch immer Kohle drin. Die möchte ich da auch nicht wirklich raushauen, um ganz ehrlich zu sein. Ist dann die Frage, wie weit wir jetzt die Mauer machen werden. Also ich werde zumindest... Ich meine, ich kann ja halt die Richtung Hafen führt, schon mal hoch machen.
Wobei auch da wieder die Frage ist, ob ich mich nicht doch nochmal umentscheiden würde im Nachhinein. Das sind Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen über Fragen. Ne, die über Fragen sind. So, aber dann rennen wir nochmal zurück. So, das ist. Schmerz. Puh. Genau. Und dann könnte ich theoretisch zumindest schon mal die Kirche machen. Wobei ich ganz gerne dafür ein bisschen Granit und Andesit und Diorit hätte. Um die so ein bisschen hübscher zu machen. Ich habe übrigens nochmal über die Badlands gelesen. Also die Einhorn-Kotzberge quasi in diesem Safe. Ich habe gelesen, dass da wohl eine Menge Gold sein soll. Also vielleicht gehen wir da auch nochmal hin, falls wir ein bisschen Gold farmen möchten. Ich weiß nicht, ob wir das möchten, um ehrlich zu sein. Aber Gold ist ja nie schlecht eigentlich. Also selten schlecht, behaupte ich mal. Ist Gold schlecht? Gold kann nicht schlecht werden, also dementsprechend. Ist gut, alter Au rum. Das Au. So, hier durch. Wusch. Hier habe ich auch so eine Menge Netherquarz. Du wechselst dann mal ins Bett. Dann vielen lieben Dank, dass du dabei warst, Steffen. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und einen guten Start in den heutigen Tag. Ich meine, der hat ja schon begonnen, der Tag heute, ne? Der Sonntag. Ich habe irgendwie nichts von meinem Samstag gehabt, gefühlt. Um ganz fair zu sein, ich habe aber auch. Ich habe nicht allzu lange geschlafen. Aber ich bin halt wieder so spät aufgestanden. Und halt, nur gut, ich bin auch spät ins Bett gegangen. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr, bin ich ganz ehrlich. Eigentlich hätte ich ganz gern wieder einen vernünftigen Biorhythmus. Achso, genau. Ich bin momentan hier. Streamen. So, das ist U1. Ich hatte hier noch eine ganze Menge an Cleanstone, ja. Nehmen wir all die, ne, nehmen wir mal ein komplettes Inventar voll davon mit. So, zack, 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 zack. Ne, damit lügt die Kiste, da ist jetzt quasi Luft drin. Dann nimm sie an der Hand. I don't know. Ich weiß halt wirklich nicht, warum mein Minecraft immer wieder abstürzt. So. Ich habe keine Mods installiert. Nichts. Mein Internet ist stabil, auch gerade sogar, erstaunlicherweise. Ich weiß, ich glaube es selber kaum. Hier, guck mal. Netty Handler Coded Corrupted Frame Exception, Length wider than 21-Bit. Ich weiß nicht, woher das kommt. Vielleicht muss ich einfach nochmal besser googeln, um herauszufinden, warum. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt in der alten Welt so viel passiert. So, naja, in der neuen Welt ist es jetzt halt nicht so, also dementsprechend. Ach. Endlich ein anständiges Game. Ey, yo, Melli, was geht ab? Bist du. Hast du jetzt einen ruhigen Moment? Ja, ich habe Prototype heute für 3 Stunden gespielt und dadurch, dass wir halt eine Stunde später angefangen haben, ja, dann haben wir halt jetzt 12 und ja, ich wollte ein bisschen Minecraft spielen, bin ich ganz ehrlich. Und ich bin ja selten eine Person, die sagt, oh, ich wechsle die Spiele nicht. Keine Ahnung, ist halt voll okay für mich, Spiele zu wechseln. Insbesondere, wenn sowieso mein Chat nicht schreibt. Ich weiß gar nicht, wie aktiv der überhaupt heute ist. Oder ob jemand heute da ist. Hoffentlich, also Lurker halt. Jo. Aber doch, Prototype macht mir doch schon eine Menge Spaß.
Auch wenn es für mich halt vieles wieder ein Ach genau ist. Würde eigentlich heimfahren, aber bin noch da. Das Ding ist, ich habe in meinem Zimmer keinen guten Empfang zum Uff. Warum bist du denn noch, also jetzt nicht so im Sinne von, warum bist du noch da und nicht zu Hause, damit du mir zugucken kannst? Aber halt, wie kommt es, dass du doch noch nicht nach Hause gefahren bist? Einfach noch keine Lust gehabt, war der Abend so angenehm oder wie? Oder was oder wo? Falls du mich hören kannst, weil wenn das WLAN bad ist. Keine Ahnung, weißt du, ich habe schon extra auf 27p runtergestellt, damit Leute mit schlechterem WLAN mir zugucken können. Und dann haben alle trotzdem so schlechtes WLAN und können wir nicht zugucken. Oder wollen es nicht. Das kann natürlich auch gut sein. Das ist quasi ein Ausrede. So, ja, ja, ich kann dich, ne? Hust, hust. Mein WLAN ist so schlecht. Cohen's Masterpiece ist so ein gutes Stück Videospielmusik. Ich denke darüber nach, Monster Hunter Musik nochmal reinzumachen, weil das mir auch so gut gefällt. Aber vieles davon ist halt so mächtig. Ne, vielleicht das von Valhazak, das geht eigentlich. Weil das so ein relativ ruhiges Stück ist. Weil das halt der Zombie-Drache ist. Oder Zombie-Drachen-Ältester. So, all die ganzen Rocks da rein. We will rock you. Zack, zack, zack. Also ich bin gerade noch oben gewesen, da habe ich guten Empfang. Da ist dann auch zumindest gerade auf 27p. So, da habe ich noch Rock. Achso, ich habe ja noch Stacked Rocks und noch Rocks und Stacked Rocks und das. Sollte vielleicht hier auch mal anfangen, den Kram dann ordentlich zu sortieren. Ist das ein Skelettpferd? Ja. Zack, 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 zack. Ja, noch eine Krimi gesehen, wollte das Ende sehen und ja, war ganz schön und jetzt zu spät und mich müde und ja. Ja, es ist klüger, wenn du dort bleibst und dort pennst, wenn du müde bist. Na, man sollte immer seine Limits wissen. Und wenn man zu müde ist zum Autofahren, dann ist es doch... Es wäre gefährlich und das möchte ich ja nicht. Überraschenderweise möchte ich nicht, dass Menschen sich in Gefahr bringen. Wer hätte das gedacht? Also ich könnte jetzt hier die Mauer so ein bisschen ziehen. Hier in die Wüste, dort entlang. Oh, das juckt gerade an meiner Nase. Jetzt juckt die Nase nicht mehr. Achso, ich wollte noch Erde, weil, wow, mein ursprüngliches Ziel, was ich mir zuallererst gesetzt habe, ist instant vergessen. Ne, die Schlucht ist übrigens jetzt schon zu. Oh Gott, das Pferd, ey. Puh. Minimaler Schockmoment. Das hat geliked. Hat es gesehen, Hazer Tickets verlost. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Für ihre Show oder wie? Oder was oder wo? Erde. Habe ich hier keine Erde? Habe ich die nur da hinten? Anscheinend. Anscheinend musste sie da hinten liegen. Wenn nicht, dann blame ich einfach. Sorry. Vielleicht fange ich auch schon mal an, dann hier die die Mauer zumindest fertig zu machen. So. Ah, da ist noch Erde. Ach, hier sind auch nochmal Stacked Rocks. Ah, okay, da ist Dirt. Der immer noch die Triple-Kultur via Twitter? Ich meine, die war gut. Also ich kann Leuten quasi nur empfehlen, schaut Hazel Brügger. Oder, ne, also zahlt Geld dafür, sie zu sehen. Die Trop, also war halt wirklich gut. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ich wollte eigentlich auch nächsten Monat auf eine, auf ein Fersengeld, nicht Fersengeld, sondern Fersengold Konzert gehen. Nur um gesagt zu bekommen, nope, ist ausverkauft.
was ein bisschen schade ist, weil ich bin zwar kein Superfan, aber ich finde die Musik halt schon not bad und wir sind halt mit einer Freundin hingegangen, die die Band gerne hört und ja, sowas ist ja dann immer schön ansteckend, so ein Hype. Dementsprechend, wenn ihr die Musik tolerieren könnt oder eine Person möchte auf ein Konzert gehen, geht einfach mit. Wie gesagt, der Hype ist gut. Das ist alles, was zählt. Ich muss aber auch gestehen, ich folge Hazel nicht auf Twitter. Also Hazel Brogger. Weil ich folge halt schon so vielen Leuten auf Twitter. So, zack, zack, zack. So, mache ich einmal hier die Überhänge schon mal weg. So, dann haben wir jetzt keinen Überhang mehr. Das hängt hier alles über. Du hast immer voll den Hang zum Übergehen. Was? Worte, die keinen Sinn ergeben. Aus meinem Mund. Erzähl mir was Neues. So, zack, zack, zack. Im Keller geht das Internet leider kaum. I'm so sorry. No! Kein Ding. Brauchst dich dafür nicht entschuldigen. Alles gut. Ne, wenn, dann müssen wir Twitch aufs Dach steigen. Dass Affiliates noch immer nicht die Option bekommen haben, dass man die Qualität immer einstellt. Keine Ahnung. Ich finde dafür, dass man... Ja, also gut, ein Affiliate muss jetzt natürlich nicht auch 100% von allem besitzen, ne? Also alle super-duper Features. Aber ich finde, man sollte da doch schon nochmal entgegenkommen. Na, also es ist ja cool, dass man es bekommt, wenn es frei ist. Aber wenn man halt Wochenend streamt, ist ja nie so. Zumindest wenn man halt abends anfängt zu streamen. Und man... kriegt das auch nicht so irgendwie zugeschrieben, sollte das frei werden. Ne, sprich, sagen wir, genug Menschen würden jetzt offline gehen, würde ich ja nicht plötzlich dann das Rädchen bekommen, was halt doof ist. Ja. Da kann ich mich aber auch tagelang und wochenlang drüber aufregen oder halt aussprechen, dass ich das unangenehm und doof finde. Aber ich habe hier keine Alternative so wirklich. Ich meine, ich könnte gucken, ob man auf Mixer streamen kann. Aber zum einen ist halt der Hauptteil meiner Community ist, so oder so auf Twitch. Und zum anderen habe ich keine Lust, noch eine Plattform zu nutzen. Ich meine, ich habe ja schon YouTube. Aber da dürfte ich nicht streamen, weil ich halt nicht 1000 Abonnenten habe. Und... dann hätte ich noch Twitch als Plattform, die ich nutze. Und dann eine dritte ist schon ein bisschen... bisschen doof. Oder halt, ich fände es halt doof. Ich kann mir halt nur erhoffen, dass... die alleinige Tatsache, dass... Twitch halt jetzt endlich einen Rivalen bekommen kann, ne, sprich über Mixer oder sowas, dass man dann anfängt, mehr für die Affiliates zu tun, ne, damit die auch bleiben. Falls, ich weiß, ist die Frage, sind Affiliates so wertvoll für Twitch? Ich kann mir nämlich auch gut vorstellen, dass sie eigentlich eher so eine Art Verlustgeschäft sind. Also, Verlustgeschäft jetzt nicht. Das wäre komplett falsch, weil, sind wir mal ehrlich, Twitch bekommt 50% von all dem Kram, den du, ne, also von jedem Sub bekommst Twitch 50%. Und das ist dann definitiv kein Verlustgeschäft für die. Es wäre lachhaft, das zu behaupten. So, ich glaube, ich würde ich diesen Berg auch nochmal einnehmen wollen, ne, also hier umrahmen wollen. Dass ich hier mir nochmal so ein Plateau und halt bis dahin, also dahin und dann da noch ein Stück Mauer, also dass ich hier einen Turm hinsetze
Weil ich würde schon ganz gerne den Berg hier mit drin haben. Das ist nämlich wieder so eine gute Landmark. Plus, dann wäre hier auch nochmal ein Fluss. Ich meine, der ist halt wirklich hübsch. Es ist ja auch so super schneemäßig. Na, da haben wir ein Flüsschen. Ich glaube, ich nehme sogar dann wirklich nochmal diese Berge hier mit. Also, dass ich da irgendwo einen treffe. Und dann hier wirklich mit einem Turm arbeite, der dann die Mauer auf eine weitere Ebene hochsetzt. Wobei, ich, ist die Frage, braucht man eine Mauer, wenn man solch einen Berg hat? Ja, ne? Also zumindest eine kleine. Oder halt Aussichtspunkte oder so, ne? Aussichtstürme. Aber man ist ja auch in so einem superschönen Tal. Das Tal der Ahnungslosen. So, also da haben wir ein hübsches Törchen. Den See muss ich übrigens auch auffüllen. Machen wir das einfach jetzt schon, warum nicht? Na, auch diesen. Auch dieses Stückchen Land brauche ich nicht. Achso, hier ist. So, das ist Stein. Lehm. Nehme ich gerne nochmal mit. Ich meine, zu kostenlosen Lehm sage ich nicht nein. Hier, das ist nur noch Kies. Kies, 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 Kies. Come on. Schwimmen! So, und dann machen wir jetzt hier zu. Zack, da. Dann wird das jetzt alles schön mit Gras zuwachsen gleich. Und dann wird das ein richtig schöner Tümpel. Oder ehemaliger Tümpel. Ich liebe dieses Terraforming, ne? Dieses, dieses Vorbereiten von diesem ganzen Bau hier. Das macht super viel Spaß. Guck mal, da habe ich noch mal was. Das habe ich ein bisschen übersehen. Zack, zack, zack. Ich meine, ich kann sogar theoretisch den Sand hier lassen. Ich frage mich, ob ich genug Erde am Ende des Tages rausbekommen werde aus diesem Projekt. Wobei, ich habe noch mehr als genug in der alten Welt. Also, vermutlich brauche ich mich da nicht irgendwie drum zu sorgen. Zack, 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 zack. So, das muss ich dann einmal von oben fertig machen. Da kann ich auch nochmal zumachen oder schon zumachen. Die Flecken Sand kann ich auch eigentlich lassen, ne? Sollen sie mich großartig stören, kann ich sie immer noch im Nachhinein entfernen. So, zack, zack. Da kommt noch ein Erdblock hin. So, als wäre hier nie eine komische Pfütze gewesen. Die Pfütze kann ich eigentlich auch nochmal anheben. Habe ich noch genug Erde dafür? Wahrscheinlich nicht, so wie ich das gerade sehe. Aber ich tue es trotzdem mal. Ich bin relativ froh, dass das denn hier kein Sumpfgebiet ist. Oh, nee, in dem Sumpfgebiet das trockenlegen zu wollen, das wäre zu viel Aufwand. Eindeutig. So, ist es auch noch Stein? Ja. Es sah halt komisch von der Beleuchtung aus. Naja. Ja, zack, 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 das alles zu. Und dann würde ich sogar das hier auf die Ebene anheben. Ja, bopp. Und zack. Und dann noch dieses kleine Kräterchen zu machen. So gut ich kann. Wird schon lustig. Doch, doch, doch. Das wird alles wunderbar. Ich habe mir definitiv nicht zu viel vorgenommen oder so. Nein, nein, nein. Ich und mir was zu viel vornehmen? Nohohoho. Nohoho. So, das mitnehmen, das mitnehmen. Und so. Hier. Pap, 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 pap.
Das ist nämlich auf der, ne, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, auf der 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein noch. 1, 2, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das habe ich jetzt hier falsch gemacht, oder? 1, 2, 4, 5, 6. No, das ist sogar richtig. Aber dich habe ich jetzt falsch gesetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6. Okay. 7. 1, 2, 3, 4, 5. Was ist das jetzt für ein Loch? 1, 2, 3, 5, 6. Och nee, ne? Komm, ich nehme mal die Kohle mit. Die kann ich immer gebrauchen. Weißt du, denke ich mir so, ach, das ist doch alles gut. Ich werde das hier vermutlich dann einfach zuklatschen. Na, also oberflächlich mit Erde zuklatschen und dann hat sich das. Heieiei. Finde ich hier plötzlich immer so einen Stolperstollen. Ja, das ist jetzt der offizielle Name. Das ist mein Loch. Mein Alternis. Oder WB. Oder Hallo. Ich weiß nicht, ob du gefehlt hast. Diorit und Granit. Habe ich gerade ein paar Stickies dabei? Nö. Werde ich jetzt auch keine herstellen. Ist das hier irgendwie von Interesse? Nee, das ist einfach nur ein kleiner Kohlestollen, oder? Der hier zu Eisen führt? Wo bin ich? Warum ist da wieder Licht? Licht am Ende des Tunnels. Hat das hier jemand beleuchtet? Ja. Dann hat sich hier schon jemand durchgebuddelt? Ich weiß aber nicht, wer. Immer ein bisschen was von dem Granit mit, weil das ist immer ganz hübsch. Plop, 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 plop. Dup, du, dup, du, du, dup, du, du, dup, du, du. Noch ein bisschen Kohle mitnehmen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Schubdidu, dupdidu. Ja, zack, zack, zack. Ich meine, es gibt mir auch Level. Und die brauche ich ja auch. Für Kram. Level sind super. Das ist aber eine große Kohle, oder? Sowas hättest du in Alpha nicht bekommen. Da hättest du zwei Kohleblöcke bekommen. Hättest du gefragt, darf ich noch mehr haben? Hätten die sich einfach aufgepufft löst. So hat die Alpha so gemacht. Ich höre gerade Lava. Es missfällt mir, dass ich die Lava höre, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Oh! Er hat mich nicht erschrocken. Du hast dich erschrocken. Wir haben einen Lavasee gefunden. Mit Kohle drin. Ganz doof gefragt. Ne, also jetzt wirklich ganz doof gefragt. Müsste Kohleerz? Also, wenn Kohle so in einem Stein verschlossen ist oder wie auch immer Kohle vorkommt, müsste das nicht brennen, wenn es neben Lava ist? Also jetzt mal so ganz, ganz doof gefragt. Ich meine, die Kohleblöcke an sich können nicht brennen. Also halt die, ne, wenn die noch verschlossen sind. Wenn du einen Block aus Kohle machst, der kann brennen. Also ja. Frage bleibt bestehen. Ich möchte jetzt aber auch nicht allzu viel von dem Granit mitnehmen. Oder halt nicht alles unbedingt, ne? Why? Ist, ja, doch, das hat gereicht. So, jetzt muss ich mich erstmal hier wieder rausprügeln. So. Ach, guck mal, das ist hier Andesit übrigens. Ich weiß nicht mal, ob ihr das sehen könnt. Das ist Diorit. Na, aber wie gesagt, wir ignorieren jetzt einfach dieses Loch und
machen da ein bisschen Erde drüber. Schlamm drüber oder so. Das haben die doch auch immer einen Schreck gesagt. Ah! Boah, einfach Schlamm drüber. Zack, zack, zack. Easy. Als wäre hier nichts gewesen. So, gib mir mal Erde. Gar nicht. So, zack. Einen muss ich noch weiter. Oder einen möchte ich noch weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 4, 5, 6, 7. Die beiden Erdblöcke kann ich mitnehmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nope, das war falsch. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann würde ich hier halt wirklich einen Turm reinsetzen. Und dann hier oben weitermachen. Der Turm würde höchstwahrscheinlich... Ja, wie würde der ausschauen? Ich glaube, ich nutze das dann hier so ein bisschen als einen Mittelpunkt, dass ich dann den Turm quasi nochmal zwei weiter in die Richtung mache. Eins, zwei. Und das hier eins, zwei, drei. Na, also dann kommt ja hier nochmal ein Holzstück hin. Das ist zwei. Das hier eins, so. Na, also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, vier. 5, 1, 2, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Was? 1, 2, 3, 5, 6, 7. Der müsste sogar noch ein weiter sein. Also hier. So. Zumal ich sogar das hier falsch gebaut habe. Ups. Also 8 sogar. Also mache ich vielleicht nur... Ne, weil ich habe ja die Mauer innen 3 breit. 1, 2. Achso, ne, ich habe den inneren hier, ne? Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ne, dann ist das doch richtig. Dann ist das doch richtig. So... 1, 2, 3. So, dann mache ich auch hier den Turm einmal. Das wird dann einfach nur, ja, kein Rundturm, sondern wirklich einfach nur ein Eckturm. Denn Rundtürme habe ich jetzt schon ein paar gemacht. Da kann ich auch ruhig ein, zwei Ecktürme haben. Na, und der gilt dann als eine Art Hoch... Na, als eine Art Ebenenwechsler auch. Damit man halt vom unteren Teil der Mauer auf den oberen Teil der Mauer hoch kann. Und dann würde ich auch hier Holz auf jeden Fall verwenden. Und auch hier. Also das noch einmal wegmachen und dann hier mit Holz arbeiten. So, dann machen wir hier einmal hoch. Genau. Ich würde dann, ja, hier so die 1, 2, 4, 5, 6, 7. Achso. Nee, das ist okay. Ich glaube, dann mache ich hier sogar Ende der Mauer. Ne, dass ich hier so ein Wachhaus oder so einen kleinen Thronplatz oder sowas hinstelle. Aber dass die Mauer quasi hier endet.
Aber ich würde schon wirklich fast behaupten wollen, dass es sich logistisch gesehen nicht lohnen würde, eine Mauer hier an den Berg zu bauen. Ey, yo, Chucky, was geht da bei dir? Ne, also jetzt mal so Mittelalter-Taktik gesprochen. Hier würde es sich wieder lohnen, ne, hier zwischen eine Mauer zu ziehen, weil hier halt eine relativ große Fläche ist, von der halt irgendwelche Leute ankommen können. Hallo, Huhn. Und hier drauf kann man halt auch zumindest eine Mauer ziehen, ne, dass man... ich weiß es nicht. Jordi? Ich glaube, ich werde dann hier nochmal ansetzen und die dann nach dahin durchziehen und bin gerade selbst. Und bis gerade selbst Minecraft gestreamt. Das wäre halt. Oder den Berg möchte ich ganz gerne noch einbeziehen, auf jeden Fall. Deswegen würde es sich. Ja, also ich glaube, dass ich hier die Mauer dort zu enden lassen kann. Und dass ich halt hier an diesem Berg. Ich schau mal ganz kurz, genau. Der schaut nämlich relativ uneinnehmbar aus. Oder halt sehr schwer zu durchqueren. Oder überqueren. Ja. Ich meine, ich komme jetzt nicht mal irgendwie gescheit hoch an den Berg. Doch, hier könnte ich hochkommen. Aber das könnte man relativ gut kontrollieren. Und ich kann hier auch einen künstlichen See anlegen. So ein Bergquelle. Ja, selbst wenn, ich komme hier trotz alledem nicht gut hoch. Ja. Ist ein hübsches Sumpfbiom auf jeden Fall. Ja. Da würde ich tatsächlich Gute Nacht. So, ne, genau, dann machen wir hier ein Stück Holz hin. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lustiger Funfact, ich kann nicht auf den Server connecten. Warum nicht? Jetzt ganz doof gefragt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe ich deinen Namen falsch geschrieben? Da ist Karam Chucky drin. So hast du mir geschrieben, heißt du in Minecraft? Ist doch richtig, nicht? Oder nicht, oder doch, oder nicht. Kein Plan, da steht Karl Connector Server. Welche Minecraft-Version nutzt du? Nutzt du Java oder Microsoft? Ganz doof gefragt. 1, 2, 3, 4, was? 1, 2, 3, 6, 7. Ich glaube, auch dieser Berg war von vorne relativ schwer. Ja, da brauche ich nur einfach hier eine Mauer zwischenziehen. So, und dann halt hier zumachen. So. Genau, jetzt muss ich aber ganz kurz einmal gucken, wie hoch das dann sein muss. Die Version ist richtig geschrieben. Dann müsstest du connecten können. Dann musst du
irgendeinen Fehler gemacht haben bei der IP, die ich dir geschickt habe. Ne, dass du irgendwie den Port oder sowas vergessen hast. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Wie ging das denn weiter? Ich weiß nicht mehr, wie ich meine eigenen Mauern habe aussehen lassen. Ich glaube, ich sollte aber auch erstmal die Mauer hier hinten ranziehen. So. Upp. Ja, komm, ich hole erstmal die Mauer von hinten ran. Ich meine, plus, ich muss auch nochmal die Seite hier machen. So, zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Upp. Nur, ich habe erst eine 5, eine 4 gemacht. Siehste! Ich weiß doch, dass ich keine Fehler mache. Ich bin tadellos. Habe ich einen Fehler gemacht? 1, 2, 3, 5, 6. Nee, okay, alles gut. So. Höchstwahrscheinlich habe ich trotz alledem irgendwo einen Fehler reingehauen. Wer ihn findet, darf ihn behalten. Das wäre es jetzt gewesen, ja, ne? Ich glaube sogar, dass ich hier... Ja, ich bringe das hier noch auf die gleiche Ebene. Das tue ich nochmal. So. Hopp, hopp. Ebenso wie die Reihe hier. Weil da muss ich nicht so ganz viel hin und her und unter und drüber und machen. So. Das ist alles Stein. Und das mache ich dann auch hier mit. Das kommt dann auch auf die andere Höhe. So. Na, zur Not kann ich halt, damit es vielleicht besser ausschaut, die Erde nochmal um einen weiter nach vorne packen. Aber auch eher so ein, ja, vielleicht auch nicht Ding. So. Hier. Zack. Upp. Gut, haben wir das gemacht. So, dann muss ich jetzt einmal 1, 2, 3 hier hin. Und dann da einmal. Ups, egal. Den Block brauche ich da ja so oder so. Später und oder früher. Das heißt, ich muss mir darüber keinen Kopf machen. Ich werde vermutlich später erst die Türme in die Mauer einfügen. Ja, dass ich erst die Mauer zu Ende ziehe und dann halt irgendwo sage, da kann ein Turm hin und da kann ein Turm hin und du kannst einen Turm haben. Oder dass ich gar keine Türme mache. Das kann ich auch machen, theoretisch. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau. Hier kommt das nämlich auf die 7 hin. Ist relativ hoch hier, das sollte ich vielleicht einmal weghacken. Oder ne, wegschaufeln. So.